Die ist immer so unglaublich freundlich. Und so enthusiastisch. Geht so. So. Erschossen, erschlagen, ertrunken, zerstampft, verbrannt. Verzeihung, ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so sterben können. Ihr könnt so nicht sterben. Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen, mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen. Hä, was ist jetzt der Sinn hier? Achso, man muss wieder irgendwo runterfahren. Ah, ich weiß was. Nee, das muss ich ja machen, weil wenn du da durchgehst, dann... Ja, stimmt. Also, pass auf. Lass dich mal beschleunigen hier. Das hellblaue muss ich da setzen, ne? Nein, das ist der dunkelblaue. Auch. Oh, du musst den Knopf drücken, du Idiot. War das nötig? Nochmal. Also erst den Knopf drücken und dann. Jawohl. Kann ich nochmal sagen, erinnert mich daran, wie es einst war. Doch da seid ihr, wieder da, ganz als wäre nichts geschehen. Ich glaube, ich lasse Tab einfach die ganze Zeit gedrückt, damit die Leute sehen können, was du machst. Das ist ja keine schlechte Idee eigentlich. Aber dann tut mein Finger irgendwann weh. Muss mit Tape. Nee, also ich stecke einfach Papier rein, warte. Was? Die Taste, nicht den Finger. Ja, auch ziemlich dämlich, den Finger auf der Taste festzutapen. Selbstvertrauen schafft man am besten, indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Orange, kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest? Ist irgendwas zwischenklemmen. Warte, dafür reicht die Zeit nicht. Denk einfach, wie sehr du Blue überlegen bist. Blue, du gibst ein hervorragendes Beispiel ab. Ach, ich krieg das nicht festgeklemmt, ist das auch egal, oder? Ja. Was haben wir denn da? Ach, du Heilige. Jetzt liegt es ja genau auf der W-Taste drauf. So geht's aber. Zurück zum Spiel. So, funktioniert. Was müssen wir hier machen? Du hast das einfach da hingesetzt, obwohl du da runterlaufen kannst. Ja. Und jetzt? Komm hier runter. Komm runter. Oh, nee, ja. Da kannst du gar nicht hin. Muss erstmal irgendwie wieder auf die andere Seite kommen. Ach, muss auch wieder beschleunigen, ne? Komm her. Ich muss beschleunigen und dann? Ja. Was hat das jetzt gebracht? Hier ist ein Knopf. Okay, die Kugel kommt jetzt irgendwo runter. Ja, genau, du musst das. Soll ich runtergehen? Nee. Danke. So, das Problem ist jetzt, dass du. Nee, nicht da durchgehen, dann geht die Kugel kaputt. Du musst die dann annehmen. Du musst da durchgehen und die hier oben annehmen. Hm. Geh mal durch. Ah. Sehr schön. Ja. Wieso? Die Frage ist, wo kommt die rein? Die kommt dahin, da rein, wo wir hergekommen sind. Mhm. Ja, ich hab's. Ich dachte, das geht schneller. Aber ich verstehe. Ihr möchtet den Test genießen. Lasst euch nur nicht von meiner bodenlosen Enttäuschung über euch davon abhalten. Achso, ich sollte vielleicht ein bisschen runtergehen. Ja. Naja, aber bis der gestaltet sich das ja relativ lösbar, ne? Ja, noch geht's. Ich meine, immerhin kennen wir die ganzen Rätsel ja auch schon. Ziemlich, ja, ziemlich in- und auswendig.
Naja, in- und auswendig würde ich nicht sagen, haben sie einmal gespielt. Aber. Ja, in- und auswendig. Sag ich doch. Ich muss jetzt irgendeine Möglichkeit finden. Wisst ihr noch, als ich sagte, ihr werdet die Einzigen, die den Kalibrierungstest bestanden hätten? Belogen. Es gibt noch 5000 weitere Testteams, mit denen ihr in direkter Konkurrenz steht. Aber keine Sorge, ihr führt. Was meinst du? Was ist, was war im Singleplayer? Ne, diese Stelle mit dieser großen Tür. Ne, ich glaube, es war im Singleplayer. Diese geile Stelle, wo die... Ach so, wo die ganz große Tür aufgeht. Rätsel lösen muss, dann öffnet sich diese riesige Hydraulische und dahinter ist eine ganz Tür. Kleine Tür. Da ist halt einfach komplett zugebaut in so eine ganz kleine Baustellentür. Ja. Mit der Beschleunigung. Ach so. Beschleunigen und dann? Beschleunigen und dann hier diese komische Schächte. Knöpfe drücken, ne? Achso, ja, mach das mal schnell! Wir müssen aber beide beschleunigen irgendwie, ne? Kann sein, ne, aber du musst erstmal einen. Achso, ne. Warte, ich mach das. So, beschleunige mal. Knopf drücken! Und nochmal Knopf drücken. Wo? Hinter dir. Da. Ja. Oh, 4! Jongliertest ja. Beginnt in 3. Für jeden einen. 2. 1. Na rein! Sehr schön, Philipp. Ja, und jetzt mit den restlichen? Die nehmen wir mit. Der geht ja nicht. Doch? Nein. Ist der hier größer als die anderen? Du hast den an! Der war gerade in dir drin. Warum ist der in dir drin? Oh. Nein. Gut. Ja, soweit. Warte auf ihren Partner. Wenn ich nicht so lange warten müsste, wäre alles in Ordnung. Hier ist einfach gerade nur ein Bild von dir, also von deinem Roboter. Von meinem, bei mir ist gerade so ein Bild, wenn er sich zerlegt, wie mein Roboter sich so auseinanderbaut. Hm. Ah, jetzt müsste es eigentlich weitergehen. Ich habe den letzten Test nicht bis zum Ende mitverfolgt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Wisst ihr, wo ich war? Au. Ich habe draußen ein springendes Reh beobachtet. Sieht das aus? Warte, euch interessiert das, was draußen passiert, gar nicht, oder? Ich glaube es gerade nicht. So, ich will mal sehen, wie das aussieht. Oh. Guck mal auf mich bitte drauf. Da sieht nichts, weil meine Portale gelöscht wurden. Was? Da kann nichts passieren, weil meine Portale gelöscht wurden. Warte, aber zoom mal ran. Siehst du das, was reingezoomt ist, wenn du auf Tab drückst? Zoom mal. Drück mal Tab. Ja, hab ich die ganze Zeit. Ja, es zoomt auch an. Okay. Ist das scheiße. Oh, wo bist du hin? Oh. Hast du dich hingeschleudert oder was? Hä? Wo bist du? Hier. Ach so. Hier, flieg mal da durch. Ah, nee, warte, ich hab dich. Warte. So, da muss ich rot umsetzen. Scheiße. Nee, sind deine Portale ja weg. Ja, warte. Ja, nicht, wenn man beim ersten Mal durchfliegt. Ups. Ach so, ich muss ja auch ein Portal setzen. Warte, ich weiß wie. Geh mal da rein, mach das gleiche nochmal. So. Und. Ja. Ich muss irgendwas machen, aber ich weiß gar nicht. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Also du fliegst hier drüber, knallst dagegen. Was war das denn gerade? Einfach nur da hier. Wenn ich das mache, dann... Warte, also, dann flieg da durch, knallt da oben gegen. Dann musst du... Genau, wow. Auf die Frage gefallen, aber da komme ich ja nicht hin. Ja, aber ich komme da hin. Wie denn?
Ja, okay, warte, ich mach das. Kleine... Ach so, ich hab's. Ja, ich hab's selber. Das gleiche nochmal. Nein, ja. Nochmal. Jetzt schon? Ja. So. Jetzt musst du da stimmt. Eins auf die. Jetzt setz mal da ein gelbes hin, komm hier runter. Ja, schon klar. Das ist hier das rote. Nein, nicht für dich raus. So, warte. Okay, jetzt muss ich das. Warte. Ist die Frage, wie kommst du hier durch am besten? Das rote hast du jetzt hier vorne. Ich müsste auch lieber wieder, also ich kann auch lieber wieder rein. Ach so, ja klar, Gregor. Ja? Kannst du jetzt. Gelb ist hier. Was ist da das. Was. Achso, das hellblau, ja klar. Okay, jetzt geh mal, jetzt lass dich einfach durch mit dem Katapult schießen. Ich muss jetzt gleich auch nochmal machen. Ja. Cool. Ach gut. Das ist einfach so sinnlos. Scheuert. Boah, lecker. Boah, das ist ja. Lecker. Ich glaube, du hast gleich wieder raus. Nee, das lassen wir drin. Auch überraschend. Was? Warte, lass mal das Ding offen. So, und jetzt? Komm mal raus, unter da! Oh ne, du musst da drauf bleiben, warte. Wir müssen den Würfel irgendwie holen. Ich bin hier jetzt gerade gefangen, ist ein bisschen scheiße. Ich bin hier eingesperrt. Warte. Ja, warte, ich hol den Würfel. Ich kann jetzt sehen, was du machst, aber. Okay, jetzt geh dahin, wo du eben warst mit dem Würfel. Ja, schon klar. Schon, wie bist du denn hingekommen? Wie bin ich denn hingekommen? Mit einer schrägen Fläche. Ich schreie durch. Ah, die schreie durch. Ja, kann ich aber nicht mit dem Würfel durch. Doch klar, wenn aber du jetzt mit dem Katapult. Zu einem Katapult. Ja, ich weiß. Nee, aber dann. Aber den kannst du mitnehmen, den Würfel. Nee, kann ich nicht. Dann fliege ich durch so ein Feld durch. Oh ja. Aber ich kann einfach so durch, dann kannst du dir den Würfel holen. So. Und jetzt? Ich muss den hier annehmen, ne? Okay. Jetzt muss ich wieder da reinfliegen. Also, ich muss den hier benutzen und den hier. So, jetzt den und den. Jetzt muss das gleiche machen wie ich. Ja. Okay. Jetzt komm einfach raus hier. Ja, cool. Wisst ihr, wer nach dem kleinsten Erfolgserlebnis schwachsinnige Freudentänze aufführt? Menschen. Und genau so seht ihr gerade aus. In euch steckt mehr. Schau. So. Ich mach gleich einfach so einen Tape-Streifen auf dieses Warte auf ihren Partner. Du das nicht mehr sehen muss. Ja, das ist ziemlich nervig. Falls dein Selbstvertrauen noch unzureichend ist, denk daran, niemand ist von Anfang an perfekt. Selbst ich hatte einen Makel, man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliches Leid. Aber ich habe mein Handicap überwunden, das meine ich ernst.
Ach, das denn? Ja, darfst du von der Nähe. Nächsten.